Aha. Dun, 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 dun. Haha. Klassenkampf. Wunder, wunderbar. Und damit sind wir durch mit dem Klassenkampfsport. Ich habe aber gleich noch ein bisschen was für den Klassenkampfsport. Und zwar habe ich mit den Veranstaltern des Kommunismuskongresses gesprochen, der am 23. bis 25. September in Berlin stattfinden wird. Und das ist niemand anders als die kommunistische Organisation. Dazu haben wir heute früh ein kurzes Gespräch aufgezeichnet. Das geht nochmal so 10 Minuten, gehört eigentlich dann eigentlich auch in diesen Klassenkampfsport, heute mal im Doppelpack, also den Klassenkampfsport. Und genau, den teile ich euch jetzt und dann geht es direkt weiter mit unserem Stammtisch und das englische Kulturgedöns zu dem Film Ein Jahr bringen wir dann am Ende, nachdem wir mit dem Stammtisch fertig sind. Okay, Kommunismuskongress, let's go. So, herzlich willkommen nochmal zu einem ja fast zweiten Klassenkampfsport heute. Das ist aber eigentlich eher eine Ankündigung, eine Veranstaltungsankündigung. Und zwar veranstaltet die kommunistische Organisation, die KO, einen Kongress. Ich glaube, das ist im Oktober. Habe ich recht, Jakob, Paul? Im September, Im September, entschuldigt. 23. bis 25. September in Berlin. Das ist am 23. bis 25. September in Berlin. Paul und Jakob sind hier zu Besuch, um ein bisschen darüber zu sprechen. Sie sind beide aus der ja, Veranstaltungsorganisation die KO. Und genau, mit denen wollen wir jetzt ein paar Fragen klären über diesen Kongress, den ihr wahrscheinlich dann hoffentlich auch besuchen werdet, wenn ihr könnt. Was ist denn dieser Kongress eigentlich? Der Kongress heißt Kommunismuskongress. Worum geht's da? Ja, also vielleicht erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Auf dem Kommunismuskongress wollen wir über die Einschätzung des Kriegs in der Ukraine und damit zusammenhängend die Vorstellung über das Wesen und der derzeitigen Entwicklungsstand des Imperialismus ja, diskutieren. Genau, ich glaube, mit Beginn des Krieges wurde ja recht schnell deutlich, welche Tragweite eigentlich auch diese Diskussionen haben. Also ist nichts Neues, aber es ist, sage ich mal, sehr zutage getreten. Vielleicht, um nur mal ein paar Schlaglichter zu werfen, was eigentlich da alles mit im Raum steht an Fragen und Diskussionen, also eng zusammenhängend mit der Imperialismusfrage, eigentlich auch die Frage von der Bedeutung von nationalen Befreiungskämpfen heute, die Frage des Faschismus und welche Auswirkungen der Faschismus auf die Kampfbedingungen der Arbeiterklasse hat. Ja, aber natürlich auch ganz grundlegend die Frage von Strategie und Taktik. Genau, und ich glaube, dass all das keine, wie soll ich sagen, theoretischen Fragen sind, sondern Fragen mit einer sehr hohen praktischen und politischen Bedeutung. Ja, manifestiert sich ja täglich im politischen Kurs und auch der Großwetterlage des deutschen Imperialismus. Also Deutschland führt faktisch einen Krieg in der Ukraine, Deutschland rüstet massiv auf, baut eine Heimatfront auf, betreibt massiven Geschichtsrevisionismus und. Also es geht eigentlich um genau die Frage, wie Kommunisten sich eigentlich zu diesem Krieg stellen sollen und worauf sie eigentlich die Arbeiterklasse orientieren müssen. Genau, ich glaube, was uns klar ist, dass wenn wir die Welt verändern wollen, wir auch diese Welt verstehen müssen. Und darum soll eigentlich dieser Kongress ja einen Raum bieten oder eine Bühne bieten für die wissenschaftliche Debatte. Also wir wollen einen Austausch, wir wollen Argumente prüfen und vertiefen und um Klarheit ringen in gewissen Fragen. Genau, und darum wird der Kongress die wesentlichen Fragen dieser Diskussion aufgreifen. Und unser Versuch ist es eigentlich, verschiedene ja, Erfahrungen und Positionen auf dem Kongress zu holen und fruchtbar zu machen. Genau, weil wir sehen eigentlich überall in der kommunistischen Bewegung, aber natürlich auch bei uns selbst, also der KO,
Mängel der Wissenschaftlichkeit und der, ja, der wissenschaftlichen Methodik. Und um diese Mängel zu überwinden, hoffen wir, einen Beitrag leisten zu können mit dem Kongress. Ja, genau. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Wir haben uns als K.O. auf die Fahne geschrieben, dass wir Klärung betreiben wollen. Das heißt, wichtige Fragen der kommunistischen Bewegung, die umstritten sind, zu klären. Und der Kommunismuskongress steht auch unter diesem Logo, sage ich mal, dass wir die Fragen behandeln wollen, um der Klärung näher zu kommen, weil diese Klärung Voraussetzung für den Aufbau einer neuen kommunistischen Partei in Deutschland ist. Das ist die Zielstellung der KO und damit wird der Kommunismuskongress auch in sollen die Debatten eine gewisse Richtung kriegen, ja, und nicht einfach nur im luftleeren Raum stattfinden. Okay, ihr habt es gerade schon erwähnt, ihr ladet da ja auch Leute ein und Redner ein. Wer kommt denn alles so auf diesen Kongress? Auf wen darf man sich da freuen, wenn man da hinkommt? Also wir haben am Samstagabend ein Hauptpodium, wo es um den gegenwärtigen Imperialismus geht. Also wie sieht die Welt heute aus? Wie verstehen wir sie heute? Und zu diesem Hauptpodium haben wir eine Vertreterin der Partei des Volkswillens aus Syrien eingeladen. Wir haben einen Vertreter der DKP eingeladen. Also die Vertreterin der Partei des Volkswillens ist Dima Alnachar. Von der DKP kommt Björn Blach. Wir haben von der Kommunistischen Partei Schwedens den Generalsekretär gewonnen, und zwar Andreas Sörensen. Und von der Kommunistischen Partei Deutschlands, KPD, haben wir Thorsten Schöwitz, auch den Vorsitzenden der Partei, für dieses Podium gewonnen. Also das wird eine spannende Diskussion. Wir haben ein zweites wichtiges Podium, das ist das Mittagspodium am Samstag. Dort wird es thematisch ganz konkret um den Krieg in der Ukraine gehen. Und dort haben wir eingeladen als Podiumsgäste Renate Koppel von der DKP, Erhard Krome. Er ist Politikwissenschaftler und hat in der Z unter anderem Artikel zum Krieg veröffentlicht. Und Hannes Hofbauer vom Promedia Verlag aus Österreich. Genau. Diese drei Gäste werden dort als Experten quasi über den Ukraine-Krieg diskutieren. Und letztlich haben wir das Abschlusspodium noch am Sonntag, wo es um die Frage gehen wird, Klassenkampf ohne Klarheit, ja, also die Klärungsfrage, die Notwendigkeit einer revolutionären Theorie und Praxis. Und dort wollen wir diskutieren mit wieder einem Vertreter von der DKP, und zwar Hans Bauer aus Berlin, und wollen mit Hände weg von Wedding, einem Vertreter von Hände weg von Wedding, diskutieren. Ist ja auch eine bekannte Organisation in Berlin. Wir wollen mit der kämpfenden Jugend aus Bremen darüber diskutieren. Und tatsächlich wird auf diesem Podium auch ein Sprecher der KO sitzen, der mitdiskutieren wird. Genau, das sind also die drei wichtigsten Podien und ihre Gäste. Alright. Paul, willst du noch was hinzufügen? Ja, ich würde vielleicht noch ergänzen. Also bei der Kongress wird eine Mischung sein aus diesem Podium, aber auch eine Vielzahl von Workshops und Diskussionsräumen. Und diese werden von verschiedenen Vertretern und Vertreterinnen aus der kommunistischen Bewegung organisiert. Ich würde jetzt nur mal noch ein paar Schlaglichter nennen, was da eigentlich zu erwarten ist. Unter anderem wird Vijay Prashad, der Direktor vom Tricontinental Institute, einen Workshop zur Frage des Neokolonialismus und dem Verhältnis von ehemals kolonialen Ländern zu imperialistischen Kernländern halten. Die Party of Socialism and Liberation, kurz PSL, aus den USA, wird zur Rolle der USA in der Welt sprechen. Der RKSMB, das ist die Jugendorganisation der russischen kommunistischen Arbeiterpartei, kurz RKP, mit ihr wird es eine Gesprächs- und Diskussionsrunde geben. Wir werden die Gruppe Politsturm aus Russland haben, die uns was zur Lage und dem Charakter der russischen Föderation etwas erzählen wird. Hoffentlich Susanne Witt-Stahl, die einen Workshop zum Faschismus in der Ukraine
machen wird. Renate Koppe als, ja, würde ich schon sagen, eine Expertin, wird uns etwas zu den Volksrepubliken erzählen. Ja, und vielleicht noch als einen letzten Punkt, die SKP, also die Schwedische Kommunistische Partei, wird etwas zur Frage Schweden und das Verhältnis zur NATO machen. Aber genau, das komplette Programm könnt ihr auf unserer Seite, also kommunistische.org, finden. Okay, vielleicht als ja, so letzte zusammenfassende Frage, ihr habt es auch eigentlich schon gesagt, aber wir können es vielleicht nochmal so einen kleinen Pitch sehen. Warum ist der Kongress dieses Jahr gerade so wichtig? Warum sollten Leute sich da anmelden? Ich denke mal, man kann sagen, die Imperialismusfrage ist schon eine sehr, sehr wichtige Frage und der Krieg hat gezeigt, dass sie heiß diskutiert wird, nicht nur in unseren Reihen, also wir haben das ja auch auf der Homepage öffentlich gemacht, was für eine Diskussion wir führen, mit Diskussionsbeiträgen unter anderem. Und das heißt, diese Frage einfach jetzt zu umgehen und nicht sich der stark zu widmen und versuchen, wirklich den Imperialismus von heute besser zu verstehen, wäre auf jeden Fall ein Riesennachteil und würde tatsächlich in der Frage, wie kann man die kommunistische Bewegung in Deutschland wieder aufstellen, eigentlich, also ist unumgehbar. Ja? Man muss diese Debatte führen und man muss sie auch zu guten Ergebnissen bringen. Jetzt vielleicht noch das ein bisschen ergänzen, also auch vor dem Gesichtspunkt, dass was wir gerade erleben ist, dass Kommunisten eigentlich zu diametral entgegengesetzten Positionen zu diesem Krieg kommen und sich eigentlich aber auf dasselbe beziehen, nämlich den wissenschaftlichen Kommunismus. Und das ist ein sehr großes Problem. Das müssen wir überwinden, dass wir einheitlich auf diese Sachen gucken, um auch einheitlich kämpfen zu können. Und ja, genau, ich glaube, zu diesem Problem wollen wir einen Beitrag leisten. Ja. Zur Überwindung natürlich. Ja, fantastisch. Ich glaube, das ist extrem wichtig, da stimme ich euch zu, dieser Imperialismusbegriff beziehungsweise auch den Konflikt klar zu kriegen. Das ist ja auch ein Großteil der Motivation hinter unseren Ukraine-Folgen, die wir so auf die Beine stellen. Insofern, ja, Leute, schaut euch auf jeden Fall diesen Kongress an. Nächsten Monat, 23. bis 25. September. Könnt ihr vielleicht nochmal sagen, wo man dazu mehr Informationen zu bekommen kann? Sprecht das jetzt hier nochmal kurz aus. Wir packen es natürlich später auch in die Beschreibung. Ja, ihr findet alles auf unserer Website kommunistische.org. Also da findet ihr einerseits eine Vielzahl an Veröffentlichungen zu dem Kongress. Also wir haben ganz viele Podcasts auch aufgenommen, aber auch ganz viele Artikel. Also wir haben eine Zeitung vor kurzem rausgebracht und es folgt bald noch eine zweite. Und ja, auf der Website findet ihr natürlich das Programm zum Kongress und dort könnt ihr euch auch ja Tickets bestellen. Ja. Very nice. Dann, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich sagen, vielen Dank, Paul und Jakob, dass ihr hier wart. Und alle anderen, meldet euch bei dem Kommunismuskongress in Berlin an. Ciao. Ja. Ciao. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.